von Wien kommend über Damsweg, Innstal nach Gröbming und von hier zum Parkplatz Koller auf dem Almstraße. Dann gehe ich über Forstwege hinauf, zunächst zur Schönwetterhütte. Nach einer Stunde erreiche ich die Schönwetterhütte und hoffe auf ein Mittagessen. Aber leider ist die Hütte geschlossen. Schöner Ausblick von hier auf die Dachsteingruppe. Nach einer kurzen Rast gehe ich weiter meinem Ziel, dem Gumpenneck, weiter. Und das ist von der Hochalm der erste Blick auf den verschneiten Berg, die Gumpenalm. Blick vom Gratweg 911 ins Sölktal nach Gröbming. Und hier Richtung Süden, das Sölktal Richtung Sölkerpass. Jetzt stehe ich auf der Blockfeldspitze und gehe den Gratweg weiter zum verschneiten Gumpeneck. Das Strickeralmtal bis zum großen Knallstein, 2599 Meter hoch. Hier ist der große Knallstein noch besser zu sehen. Dann geht es über den verschneiten Almboden zum Gipfel hinauf. Ich bin noch nicht ganz oben, habe einen weiten, weiten Blick über das Ennstal bis zum Dachstein rüber und den Grimming, der ist da hinüber, und die ganzen niederen Tauern oder Schladminger Tauern. Es ist sehr, sehr kalter Wind. Ein sehr kalter Wind. Aber nur hier oben. Jetzt steige ich nur ein ganz kurzes Stück und dann bin ich beim Kreuz. Aber hier kann man sich ein bisschen erholen. Der Gumpeneck ist 2226 Meter hoch und ein wirklich toller Aussichtsberg. Leider verdecken Wolken die vielen Bergspitzen. Rundumsicht zuerst Richtung Südosten über die niederen Tauern. Das Sölktal mit dem Denneck. Der große Knallstein in den Schladminger Tauern. Das Sölktal, dahinter das Ennstal Richtung Westen. Und Gröbming mit der Kammspitze bis zum wolkenverhangenen Grimming.
Nochmals der Grimming, gerade 100 Meter höher, das Ennstal bis zur kaum erkennbaren Dachsteingruppe. Gröbming liegt schön eingebettet im Grünen. Der Grimming, der seinen Namen alle Ehre macht. Abstieg von der windigen Kälte, diesmal über das sumpfige Kar und Gumpenalm zur Schönwetterhütte. Wieder bei der Schönwetterhütte. Bin dann gleich weiter. Über die ganze Tour, insgesamt 6 Stunden, habe ich keine Menschenseele gesehen. Trotz der 1200 Höhenmetern verspüre ich keine große Müdigkeit. Heimfahrt über Liezen, hier habe ich gegessen. Und Schoberpass, Leoben, Semmering nach Hause.